Hallo und herzlich willkommen zurück. Hier ist der Robert, ihr seid auf meinem Kanal gelandet und wir spielen Elite Dangerous. Sind nach wie vor in Lava, da wo wir auch in der letzten Folge waren, wo wir, ich erinnere mich gar nicht mehr so genau, eventuell unser Schiff kaputt geschossen bekommen haben. Das haben wir dann zurückgekauft. Inklusive aller Sachen, die so dazugehören. Und jetzt werden wir uns nicht aus Lava, sondern noch von der Station verabschieden und mal gucken, ob wir eventuell noch ein paar böse Piraten bekommen. Allerdings habe ich irgendwie wenig Hoffnung, dass wir einen kriegen, der kein Imperial Clipper ist. So, einmal nach oben, einmal nach vorn und raus aus der Butze hier. Das ist irgendwie ist die Steuerung schon wieder etwas buh. So, raus hier und gucken. Erstmal gucken, wo die Kollegen so abhängen. Freunde und Gruppenverwaltung. Keiner ist in Lave. Okay. Ich bleib in Lave. Ach, wie schön das aussieht da hinten mit diesen Lichtern. Und mich gar nicht recht dran satt sehen. So, wir begeben uns wieder in den Frameshift und wollen mal gucken, ob wir hier wieder jemanden finden. Oder ob sich die Piratenthematik jetzt erledigt hat inzwischen. So, was sagt denn hier so das generelle Umfeld? Nicht viel, wie es ausschaut. Da hinten ist noch das vermeintliche schwarze Loch oder ist es ein Nebel? So, erstmal ein bisschen umgucken, aber jetzt sieht jetzt aktuell auch von den Frames nicht so aus. Wir sind aber schon im offenen Spiel, ja. Da ist eine Cobra, ist allerdings kein Spieler. Lava scheint es sich irgendwie erledigt zu haben, habe ich jetzt schon fast das Gefühl. Oder ich bin eben in die falsche Instanz gerutscht, weil die anderen schon so voll sind. Hier Richtung Stern fliegt einiges rum, was sich nicht unbedingt Spieler schimpft, aber zumindest... So, hier fliegt einer an uns vorbei. Nö. Pitchford Fellows, den könnten wir uns aber mal holen. Zumindest, bis wir auf einen richtigen Spieler treffen. Der ist aber weit weg. Dass wir ein bisschen mehr Stoff geben, dass wir ihm ein wenig näher kommen. Weil gesucht ist nun mal gesucht und bei gesucht werde ich auch nicht zögern, auch einen NPC aus dem Frameshift-Antrieb zu zaubern. Ja, was scheint aktuell, scheint es hier weniger los zu sein, was... Er wird langsamer, ich werde auch langsamer. Ich weiß gar nicht, was die Entfernung jetzt... So, bleib mal hier, Freund. Oh, jetzt macht er hier aber ein paar Moves. Aber ich glaube, den krieg ich mal. What? Meine Hull Integrity ist compromised. Wieso das denn? So, wo ist er hin? Den will ich mir doch sehr gern jetzt noch schnappen. So, komm mal her, Freund. Ja, Under Attack, damit komme ich klar. Die haben auch gesessen, sehr schön. Ich dachte ja immer, dass meine Kanonen ein wenig ungeeignet sind. Um hier Leute mit abzuknuspern. Oh, das lädt sich so langsam auf, das Zeug. Aber wehren will er sich anscheinend nicht. Und das war's dann auch für ihn.
Tschüssi. Ui. Da ist uns ja hier direkt noch was bisschen um die Ohren geflogen, aber 10.000, das kann man machen. Nicht das schlechteste Kopfgeld. Und jetzt schauen wir mal, ob uns vielleicht... Sag schon. Ob uns vielleicht jetzt das Spiel in eine Instanz mit ein paar mehr Spielern geworfen hat. Wenn man hier überhaupt von Instanzen reden kann, bin ich mir gar nicht so sicher. Planet Lave. Da waren gestern waren hier so viele Leute unterwegs und ich weiß aktuell nicht, was ich sonst noch machen soll. Ja, unidentifizierte Signalquelle, die lasse ich mal links liegen. Täte ich mal sagen. Was soll ich damit? Da ist noch ein Type 5 Transporter, Jonathan Holmer. Der ist sowieso sauber. Ja, und so richtig viel zu tun gibt es hier gerade nicht. Schade eigentlich. Schade, dann müssten wir uns mal wieder mit irgendwas beschäftigen, was wir dann selber tun können. Und da, ja, ich bin momentan etwas fraglos, also nicht etwas fraglos, sondern etwas ratlos, was ich denn aktuell gerade noch so machen kann. Klar, Community Goals wären mal geil. Ja, Polizeieinheit. Ich will mich nicht verlangsamen, alles entspannt, ich bin ruhig, ihr seid ruhig. Hier sind noch ein paar unterwegs. Der Sidewinder, wow. Selbst wenn der jetzt gesucht ist, den hole ich nicht raus. Und da ist noch eine Polizeieinheit hinterher. Nee, ich glaube, so richtig viel zu tun haben wir hier momentan nicht. Unidentifizierte Signalquelle. Puh. Ja, warte, Scandaten. Ach so, ja, natürlich. Ja, ja, Kopfgeld bei der Alliance können wir uns noch abholen. Wir wollen aber mal erstmal einen Schub komplett rausnehmen, so gut wie es geht. Und dann gucken wir mal in die galaktische Karte. Wo sind wir eigentlich gerade? Hier ist, erstmal hier die Dinger zu. So, Imperium. Das hier ist ein Imperiumsgebiet. Ne, orange ist das, ne? Das ist dann wohl eher Allianz. Hier drüben ist eine Föderation. Ne, unabhängig. Föderation haben wir hier. Bei Jungu. Zaunze, Toin, das ist hier... Okay, was haben wir denn hier noch so für Ecken? Föderation. Ja, wie gesagt, ich weiß gerade nicht so richtig. Ich weiß nicht mehr, was ich tun soll. Man könnte jetzt natürlich sich mal... Hi, die so, nicht Disco. Ich habe erst Disco gelesen. Bei Jungu. Zeig ich mal bei Jungu her. Genau, bei Jungu hätte ich gerne mal eine Systemübersicht, da es ein Föderationsgebiet ist. Boah, schnelle Systemkarte ist besonders schnell heute, wie es ausschaut. Ach, ich habe schon wieder die Stoppuhr nicht gestartet. Was haben wir denn hier? Ist auch nicht Hightech, oder? Demokration. Sehr, sehr große Population, Landwirtschaft. Ich brauche ein Hightech-Gebiet, bitte. Alleine, um mal zu gucken, so Wirtschaft. Okay, sieht aus wie Lesti, als ob wir zu Lesti müssen. Das ist das Nächste. Können wir mal vorher gucken, wie es dort aussieht. Nicht, dass ich jetzt einen Schreck kriege, fliege hier irgendwo in unmögliche Territorien rein. Nö, hier haben wir eine Station auf diesem erdähnlichen Planeten. Oh, man lest die, heißt ja selbst. George Lucas! So, und du? Ach, oh, langweilig. Und wie heißt der Planet? Lest die 4. Okay, fliegen wir mal zu George Lucas. Haben wir uns als Ziel gewählt. Müssen wir bloß gucken. Ach, jetzt sind hier auch mal ein paar Spieler gespawnt. Ja, meine Framerate ist auch eingebrochen. Jetzt haben wir hier einen Type 6 Transporter. Ja, kein Spieler. Das interessiert mich alles nicht. Alles, was kein Spieler ist, interessiert mich nicht. Wenn natürlich dieser Salatkopf oder wie der Typ von gestern hieß,
Uiuiuiui, da ist eine Anaconda. Guck mal. Ja, die Anaconda, genau. Den werde ich bestimmt angreifen. Ist sowieso sauber. Verbündete Polizeieinheit. Verbündete. Eine Räder. Eine Cobra. Ah, da war ein Commander bis gerade eben. Na nö, nö, nö. Dann, wo ist mein Ziel? Ist natürlich weg. Wie ist das denn? Fedi, Fedi. Lest die, meine ich. Ziel festlegen. Dann soll uns das jetzt nicht weiter interessieren. Wir knattern einfach mal zum nächsten System. Und gucken, was es dort so für uns zu holen gibt. Vor allen Dingen, was die Kategorie Waffen angeht. Waffen sind mir ganz, ganz wichtig. Ich bin immer noch äußerst unzufrieden mit dem, was in der Cobra aktuell drinsteckt. Der hat die 2 vergessen. Die blöde Kuh hat die 2 vergessen. Jum, jum, jum. Meine Fresse. Klar, ich könnte wieder ein Navigationssignal. Oh, hier ist aber gut was los. So, wo ist denn die George Lucas Station? Da, Ziel festlegen. Da, so in die Richtung. Ach, warum das dieses Geruckle? Das geht mir so voll auf den Zeiger. Gucken wir uns mal kurz um. Aha, aha. Nicht viel Neues hier drüben. Nur ein Haufen Nichtspielerschiffe. Ja, gib mal ein bisschen Stoff hier. Ich will ja nicht ewig brauchen bis zum George. Ich weiß aber nicht, was so... Was kann es hier was Cooles geben? Irgendwie Exotics oder Rares. Rares heißen sie ja. Wäre ja ganz witzig, wenn es das auf der George-Lucas-Station gäbe. Warum haben die denn so genannt? Was hat der denn mit dem Lesti-System? Also was hat er damit gemeinsam oder wie auch immer ich das jetzt nennen soll? Egal. Zu George Lucas. Ein bisschen hier mit der Bahn des Planeten. What? Nö, da habe ich jetzt überhaupt keinen Bock drauf, auf abgefangen werden, aber... Ich habe fast die Vorahnung, wir kommen nicht drum rum. Ein Spieler fängt mich ab. Keine Ahnung, wie er heißt. Scan detected. Ja, er hat schon wieder so eine Clipper gehabt oder sowas. Da habe ich überhaupt keinen Bock drauf. Mal ein bisschen wegboosten, damit er nicht hinterherkommt. Soll er doch machen. Mit seinem Scheiß, blödes Arschloch, fängt er mich mit seiner Clipper ab. Ja, ja, komm jetzt hier. Und wieder Abfahrt. Ach, der ist auch schon abgedampft. Sowas Lästiges aber auch. So ein Wichskopf. Könnte man sich jetzt fragen, wer das war und ihm noch ein bisschen... hinterher stalken, aber ich glaube, das hat wenig Sinn. Vor allem nicht mit unserer Ausrüstung aktuell. Schildgenerator scheint auch nicht der beste zu sein, habe ich gestern schon festgestellt. Der war ja ruckzuck down, als der auf uns geschossen hat. Ich meine, der ist natürlich auch super ausgestattet. Da ist noch eine Igel. Ist aber sauber. So, sind wir denn bald mal da?
Achso, weit ist nicht mehr. Noch 2 Megameilen. Und dann wollen wir uns mal die Station angucken. Wenn die jetzt aussehen würde wie der Todesstern, wäre es natürlich äußerst lustig. Tut sie nicht, wie langweilig. So, Kontakte George Lucas, Land der Erlaubnis anfordern. So, und jetzt können wir uns nochmal das Werk des, glaube ich, verbesserten Landecomputers anschauen. In der Zwischenzeit gucke ich hier mal, was hier so für Gegner rumfliegen. George Lucas. Eine Lacon. Type 9 Heavy. Scan detected. Exobyte Corp. Mhm. Ich danke Ihnen für Ihre Zusammenarbeit, Commander. Naja, was soll's. Was soll's. Wir machen einfach mal weiter im Text. In der Hoffnung, endlich mal wieder das Schiff zu nehmen. Was bist du denn? Frameshift charge detected. Ja, ich bin auf dem Landehafen. So, zur 43 sollen wir. Dann müssen wir jetzt selber landen. Das nützt alles nichts. Hat er mich da von oben irgendwie weggeschoben? Das ist aber nicht nett. Und so, zum Glück habe ich das ja gelernt, wie man hier händisch landet. Nicht so wie diese ganzen neureichen Pinkel. So, Sternhafendienste. Willkommen, George Lucas. Nachladen, reparieren, auftanken. Und gucken wir mal in den Warenmarkt, ob es hier irgendwelche Exotics gibt. Nachfrage. Ja, wie erkenne ich die denn jetzt? Konsumgüter, legale Drogen, Maschinen, Medikamente, Metalle, Mineralien, Nahrung. Ah, das hier ist wahrscheinlich... Alles klar. Azurmilch, dieses hochkalorische und rehydrierende Getränk wird von Les die einheimischen Tieren gewonnen und ist vor allem auf unwirtlichen und wüstenländlichen Barbar besonders beliebt. Okay. Den Spaß könnten wir uns ja mal machen. 6 kriegen wir, glaube ich, in den Laderaum, aber dafür muss man erst in die Ausstattung gucken. Und dann müssen wir irgendwie einfach nur 125 Lichtjahre weit entfernt und das verkaufen. Und dann ist alles gut und wir kriegen einen Haufen Schott dafür. Aber ich schätze mal, der Pirat dort wollte gerne mein Gut haben. So, was haben wir denn hier? Bitte, bitte sag mir, dass du ein bisschen mehr hast. Danke, Preis absteigen, danke. So, Splitterkanone, das haben wir, die haben wir verbaut. Mehrfach geschützt, Raketenrampe, Splitterkanone. Schienenkanone, Kanone, echt nichts Sinnvolles hier. Klar, hier so ein schönes Mehrfachgeschütz. Aber halt mit Turm, den ich immer noch für fragwürdig halte. Und den Strahlenlaser, haben wir da was Besseres, preisabsteigend? Nur noch andere Strahlenlaser. Schade, schade. Nicht genug Credits, ja, das ist mir bewusst. Eine Kanone... Ach komm, wir müssen jetzt erstmal den Scheiß verkaufen, das nützt alles nichts. Gegen weiß ich nicht was. Mehrfachgeschütz. Raketen. Ja, der Turm behagt mir halt nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Und hier das nächste ist dann für 14.000 so ein Mehrfachgeschütz. Also bitte. Kanone, Schienenkanone, Splitterkanone. Obwohl, wir nehmen, glaube ich, mal die Splitterkanone weg. Mit. Diese hier. Ja, die macht jetzt nicht besonders viel Krach, aber dann haben wir zumindest wieder ein bisschen Geld auf der Bank. So, Splitterkanone, dann gleich nochmal preisabsteigend.
Genau, diese war's. Die ist Gimbals. Die nützt mir aktuell echt mehr als dieses Selbstschusszeug. Weil ich damit einfach nicht umgehen kann. So, Strahlenlaser. Mehrfach geschützt. Ja, 1,2 Millionen. Plasmabeschleuniger. Starres Gestell, Raketenrampe. Ach so, wir haben. Ach, ich verstehe, aber jetzt verstehe ich wieder, was wir hier so eingebaut haben. Nämlich einen Strahlenlaser für 500.000 und irgendeinen mickrigen. Und den kriegen wir wahrscheinlich. Doch, den kriegen wir schon nochmal verbaut. Strahlenlaser. Genau, für 500.000, so viel haben wir noch über. Reicht auch der Strom noch dicke. Genau, dann werden wir einfach mal den kleinen gegen den großen austauschen. Guten Tag, sehr schön. Was für eine Wuchtbrumme. Okay, und Energieverteiler. Ja, Preis absteigend. Ne, Preis aufsteigend, absteigend, natürlich. Ich habe hier einen A-Energieverteiler, ohne Scheiß. Also Energieverteiler haben sie keine guten. Was sagt Kraftwerk? Da haben wir das schon für 500.000 verbaut. Das nächste wäre 1,6 Millionen. Keine Chance. So, was wäre denn noch schön? Ach ja, Militärkomposit haben wir natürlich auch noch gebaut. Gespiegelte Oberfläche oder reaktive Oberfläche Komposit. Und wir wollten ja eventuell noch einen neuen Schildgenerator. Also, oh, Alter! 21 Millionen. Modultyp, Raffinerie, Raffinerie, Treibstoffsammler, Treibstoffsammler. Krallen, Frachtgestell, automatische Feldwartung. So, was brauchen wir auch noch? So, Schildzellen, ach so, Schildzellenbank. Freunde, ich brauche einen Schildgenerator. Ah, hier. Der übersteigt unseren Strom. Bling, der übersteigt auch unseren Strom. Bling. Der übersteigt auch unseren Strom. Scheiße, was haben wir denn eingebaut? Mach mal hier Vergleich. C, 500, Energiebedarf ist höher, optimale Masse. Nein, der ist immerhin besser als der, den wir aktuell haben. Fuck, dass es den Stromverbrauch übersteigt, ist natürlich super ätzend. Schildzellenbank. Ja, die kann ich, ich bin eh zu doof zu benutzen. Deswegen fliegt die auch wieder weg. So, Sensoren. Energiebedarf, Modultyp. Ja, es ist nach wie vor noch Modultyp geordnet. So, hier Schildgeneratoren. Reicht's jetzt? Ja. Also die Schildzellenbank braucht ja. Holla, die Waldfee braucht die viel Strom. So, dann könnten wir uns den an sich mitnehmen. Klasse 4. Klasse 4, Wertung E, Wertung B. Energiebedarf ist viel mehr, natürlich. Aber der sollte dann ja auch mehr aushalten. Ein A, hier ist noch ein A3. Für 507.000. Der ist ein bisschen billiger. E, A. Wiegt weniger. Intaktheit ist auch A. Klasse ist halt schlechter. Aber ich glaube. Ist noch einer? Ach nee, das ist der von gerade eben. Okay. Für den haben wir nicht genug Geld für A4. Deswegen würde ich sagen, entscheiden wir uns für A3. Super. Schubdüsen. Auch noch eine spannende Sache. Die neuen sind 4C. Nehmen wir die mal noch mit. 262.000. Damit wir ein bisschen schneller wegkommen. Und wir haben, glaube ich, aber schon einen sehr guten, wenn ich mich jetzt nicht ganz irre, Frameshift-Antrieb. Wir haben einen B4. Ja, das ist in Ordnung. Das ist völlig in Ordnung. Wir sind jetzt bei 14,17 Megawatt. Standard-Landecomputer. Gut, dann nehmen wir hier noch einmal Dingens mit. Hier so ein 10er oder 12er Frachtgestell.
Ein Achter. Achter Frachtgestell. Sollte es tun, kaufen. Verlassen, Warenmarkt. Und dann nehmen wir uns jetzt mal hier von dem... von der Azurmilch 6 mit. Und überlegen mal, wo wir die hinbringen. Theoretisch muss ich ja nur möglichst weit fliegen. Um die abzuliefern für viel Geld. Und ab 125 Lichtjahren war, glaube ich, der Gewinn optimiert. Da hätte man natürlich vorher schon eine Route berechnen können. Vielleicht fliegen wir einfach zurück ins Sol-System. Das könnte ja fast schon ausreichen von der Entfernung und vertickern es dort irgendwo. Klar, man könnte das bestimmt noch irgendwie optimieren, dass man das irgendwo enorm höchstbietend verkauft. So, hier wird gerade auf irgendjemanden geschossen. Peng, peng, peng. Und ich schlage vor, wir machen uns einfach Richtung Sol-System auf. Galaktische Karte. Navigation. SOL. Ist 111 Lichtjahre entfernt. Probieren wir einfach mal. So, schnellste Route bitte. Und Feuer frei. Müssen wir als erstes nach CD359019. Und dort hoffentlich höchstbietend unsere Milch dann abgeben im, im Sol-System. Und in der Hoffnung sein, dass uns kein Pirat zwischendurch mit seinem Überraumschiff an die Wäsche will. Ich habe auch keine Ahnung, was ich für die 6 Dinger dann kriege. Aber man muss wohl weit weg. So viel habe ich schon mal verstanden. Und dann kriegt man das sehr gut los. Mhm. Aber ich denke mal, wenn wir hier fast nur am Frameshiften sind, dann sollte uns doch keiner kriegen. Sage ich jetzt in meinem jugendlichen Übermut und werde bestimmt gleich abgefangen und dann gibt's richtig auf die Schnauze von dem und der klaut mir, gut, das ist nicht viel Geld wert, aber was sagt denn eigentlich unser Schiffswert? Wir können uns aktuell unser Schiff nicht mehr zurückkaufen, möchte ich nur mal kurz erwähnen. 200.000 ist die Versicherung aktuell. Alter Schwede. Alter Schwede. 200.000, ne? Das muss man sich mal überlegen. Wir haben mit so 5.000 angefangen für Schiffsversicherung. Und da war das schon leicht aufgerüstet. Das ist echt krasser Mist. Kann man nur so sagen. Boah, ja, aber bitte schreibt mal jemand was in die Kommentare. Ohne Mist, ich mache es. Es ist jetzt hier Rare Goods handeln aus Verzweiflung. Schreibt doch mal bitte jemand in die Kommentare, was man noch so machen könnte. Ich bin aktuell echt ein bisschen überfragt, wie das mit Elite Dangerous weitergehen soll. Ich klar, nächste Folge habe ich mir vorgenommen, gucken wir uns die Community Goals mal an. Und dann werden wir da vielleicht ein bisschen was machen, aber so für die Dauer. Ich glaube, wir können einfach nur, auch wenn das dann wahrscheinlich ziemlich langweilig ist, wir können einfach nur Fraktionsruf farmen. Das ist so ein bisschen das, was uns gerade überbleibt. So, AGN, was ist das dort unten? Oh, habe ich mir irgendwas eingebildet gerade? Agni, fliegen wir nach Agni. Immerhin können wir ja 15 Lichtjahre pro Sprung, sind ja kein Problem für uns. Dadurch, dass ich irgendwann, um mal irgendwo hinzukommen, ja einen relativ großen, also für 500.000, relativ großen Frameshift-Antrieb reingeklatscht habe. Aber wir müssen sehen, was passiert. Ob wir die loswerden, die Rare Goods, oder ob wir von Piraten geschnappt werden, die uns eventuell verknuspern wollen. Muss man schauen. So, da sind wir schon wieder in so einem Corsus-Sektor. Das war nicht mehr weit weg von SOL. Und ich, ja, also mal gucken. Also ich bin, so doof das jetzt klingt, aber ich bin echt gespannt, was noch kommt. Und eventuell werde ich mir dann die nächsten Folgen vielleicht doch mal den ein oder anderen Mitspieler suchen. Ihr könnt euch, also wenn ihr Lust habt, mit mir zusammenzuspielen, das geht
Ja, also no need for dich gerne, du bist ja der Oberprofi. Aber auch andere können gerne was reinschreiben, dass sie aber Bock hätten, mit mir Elite zu spielen. Voraussetzung wäre natürlich, weil ich das, naja, das ist halt mein Qualitätsstandard. Voraussetzung wäre ein gutes bis sehr gutes Headset oder ein Mikrofon. Das muss ich da dazu leider sagen. Also was anderes kommt mir nicht ins Haus. So doof das klingt. Ich habe auch einen Kumpel, mit dem wir demnächst mal so ein Let's Play halt zu zweit machen werden. Für den habe ich noch ein Mikrofon übrig. Das bringe ich dem dann vorbei und dann klappt das auch. Aber ohne würde es, glaube ich, schwer werden. Möchte ich auch nicht. Es gibt natürlich ein paar sehr gute Headsets. Ich hab hier auch noch ein Headset unterm Tisch liegen. Das glänzt allerdings mit einem besonders schlechten Mikrofon. Das ist nämlich das Logitech G35, glaube ich, heißt das. Da ist das Mikro echt ultra mies. Also es nimmt überhaupt keine Tiefen auf. Es ist ein rein höhenbestimmtes Gerät. Und damit kommt man leider nirgendwo hin. Alter Schwede, die Sonne ist aber hell oder der Stern oder was auch immer. Da hat sich echt was getan, die Helligkeit von diesen Himmelsobjekten. So, Temperatur ist alles in Ordnung. Verlangsamt, bist du bekloppt? Wir frameshiften jetzt hier erstmal ganz entspannt weg, weil wir in SOL nämlich höchstbietend diese komische Milch verkaufen wollen. 111 Lichtjahre entfernt. Das sollte einen guten Preis bringen. Wenn wir es dort losbekommen, das weiß ich ja als nächstes noch nicht. Meine Rare Goods, warum nicht? Kann man auch mal machen. Rare Goods hin und her fliegen. Bringt, wenn es ordentlich Schotter bringt, ist es dann eine schöne Geschichte. Aber nur wenn. Wenn nicht, habe ich halt... Ach, da ist schon das Soll-System. SOL. Ob es auch ein LOL-System gibt, fände ich ja sehr witzig. Witzig. Ich unterscheide nur noch in zwei Kategorien, witzig und nicht witzig. Wer das kennt, möge es in die Kommentare schreiben. Da unten ist auch schon wieder irgendwelches Lichtgebamsel, möchte ich es mal nennen. Da so über unserem, in der Mitte des Bildschirms gerade. Ich habe es ja extra mal anvisiert, um anzuzeigen, wo ich hingucke. Wäre natürlich so ein Eye-Tracking-Ding jetzt noch sehr geil. Da könnte ich ja halt so einen kleinen Kreis einblenden, wo ich ja die ganze Zeit so hinstiere. Wäre vielleicht dann die nächste Option, obwohl, ich glaube, so spannend ist das nicht. Ich gucke ja immer so, ich gucke immer geradeaus. So, hallo Sonne. Long time no see. Ne, machen wir hier schon Galileo. Oder 500 Lichtsekunden entfernt. Das ist nicht die Masse, aber ich möchte dann trotzdem in der Zwischenzeit nicht interdiktet werden, bitte. Irgendwie haben sich auch die Soundeffekte ein bisschen verändert. Ich gucke manchmal, glaube ich, aktuell so ein bisschen verwirrt. Weil hier die ganze Zeit Soundeffekte mir quasi um die Ohren fliegen, die ich so noch nicht kannte. Galileo, Galileo. Galileo, Galileo. Figaro. So. Earth. Hat die Erde nicht auch so eine Station? Ja, fliegen wir doch nach Abraham. Was ist denn Hauptschiff? Da müssen wir noch hin. Also in der nächsten Folge natürlich. Dies jetzt fliegen wir nur noch nach Abraham Lincoln. Aber Hauptschiff klingt spannend. Was denn für ein Hauptschiff? Kann ich da landen? Kann ich da irgendwas machen? So, ich glaube, uns uninterdiktet jetzt keiner mehr. Hier ist sowieso alles freundlich gesinnt. Alles strahlt im wunderschönen Grün.
Und ich bin gespannt, was ich für die ollen 6 Milche da an Geld bekomme. Abraham Lincoln, das wird schon wieder eine Mitternachtsfolge heute, ich sehe das schon kommen. Er ist schon wieder 26 Minuten auf der Uhr und ich habe ja nicht gleich, nicht gleich aufnehmen gedrückt. So, Kontakte, Landeerlaubnis anfordern. Kriegst du das hin, verbesserter Landecomputer? Sag mal was. Ja, ein bisschen aufgeregt jetzt und ein bisschen gespannt, was wir für dieses, diese 6 Tonnen Milch da bekommen. Ich hoffe, die Milch ist hier nicht illegal. Nö, es konnten keine Verstöße festgestellt werden. Okay. Wie wär's, wenn du mal gerade fliegst? Hallo? Ah, der Landecomputer macht mir manchmal Sorgen. Mir ist jetzt natürlich auch um meine Fracht und um mein Schiff natürlich ein wenig ängstlich. Weil wenn das Schiff explodiert, sehen wir etwas alt aus. Also nicht sehr. Wir müssen es ja nicht 100% so zurückkaufen, aber dann sind wir ja quasi wieder auf Null. Wörtlicher Ruf, wohlgesund. Fracht Azurmilch. So, dann zeig mal her das Zeugnis. Du Freund mit der 12. Ja, also der Landecomputer ist definitiv überarbeitet worden. Da kann man sagen, was man möchte. So, Sternhafendienste. Und jetzt gucken, ob die meine Milch haben wollen. Warmmarkt. Azurmilch. Wow. Ach so. Irgendwie habe ich mich verguckt. Verkauf für, naja, gut, 9000 Credits. Das sind ja 58.000 Credits. Das ist jetzt nicht unbedingt überragend. Ich meine, wir sind jetzt endlich wieder im Gebiet, wo wir unser Schiff zurückkaufen können. Ganz knapp. Und da können wir ja hier auch gleich nochmal in die Kontakte gucken. Nee, keine örtlichen Kopfgelder. Schade eigentlich. Gut, dann haben wir mal Rare Goods gehandelt. Einmal in unserem Leben oder in meinem Leben, wie auch immer. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Bis morgen hoffentlich oder bis heute Nacht, wie auch immer. Daumen nach oben wäre schön. Über ein Abo freue ich mich natürlich auch jedes Mal wieder. Macht's gut, bis dahin, euer Robert und tschüss.